Leute und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Aufnahme PVZ zusammen mit Markus. Hallo. Wir spielen heute wieder Gartenkommando bzw. Gärten und Friedhöfe halt, weil die aktuelle Community Challenge ist, Kills mit dem Klempner zu machen. Und da sind wir natürlich wieder gleich vorne mit dabei. Hier direkt mit dem Klempner im Diamant-Outfit durchgestartet und gleich mal den ersten Teleporter gesnackt. Okay, unser Team scheint sehr überlegen. Wir cappen den Garten jetzt schon und es sind noch 6 Minuten auf der Uhr. 5:0 steht es gerade im Garten. Scheint eine eindeutige Sache zu werden. So, und da haben wir den ersten Garten. So, dann hole ich mal gleich den nächsten Teleporter. Was für Mission haben wir denn eigentlich so nebenbei? Kaktus, Nüsse, Spieler mit Pylonenschlag und Abschlussserien beenden. So, und da sind wir auch schon am zweiten Garten dran. Und mein Pylonen-Zombie hat einen Kill gemacht und nimmt jetzt den Garten ein. Super. Und wir nehmen schon wieder den Garten hier sicher ein. Mache für seinen Gegner. Oder? Ich bin Gegner. Oh. Kassiert dein Team aber gerade hart. So, nächsten Garten eingenommen. Was bist denn du? Was? Was du für eine Klasse bist? Find's aus. Möchte dich töten. Warst du das? Nein, warst du auch wieder nicht. Nee. Na gut. Ja, wundert oder was? Ist klar. Das warst du auch wieder nicht. Bist du das da? Ich kämpfe gerade gegen so viele Leute. Ich finde dich nirgends. Du bist bestimmt die Gifterbse, die da oben kämpft. Enge Kiste hier, aber überlebt. Oh, fickt euch, hier ist das. Nein, nur Allstars drin bei euch, oder? Ja, wir haben ein paar Allstars. Ihr habt dafür fast nur seine Blumen. Das ist das Problem. Also ich mache hier einen super Job, so als Inchi da sein, ne? Aber so spieltechnisch habe ich noch nicht viel geschafft. Also eigentlich gar nichts. Natürlich. Der Wichtig fliegt ja 500 Meter weit oder so. Und wieder einen Garten eingenommen.
So, komm schon. Gib Gas, ich muss den NG hier überholen. Sauber. Der nächste Teleporter wird wieder der meinige. Wieder ein langweiliges Inchi-Gameplay hier. Die ganze Zeit nur im Teleporter rumstehen und irgendwelche Dinger aufbauen. Ich würde sagen, jetzt ist dann auch wieder an der Zeit, an die Front zu rennen. Alter, nur fucking Hurensohn Oysters, oder? Nee, geht doch nicht. Nervt, Alter. Spawn man hat 5 Oyster, finde ich, vor sich. Bist du ja auch wieder nicht. Und das bist du, das bist du. Ich teile dich. Ja, wenn ich Lowlife bin, kommt wieder der Markus ins Eck geschissen. Ja, kein Problem, den mach mal weg. Das ist eine enge Kiste auf jeden Fall, ja. Wir haben auch beide die Vorteile unserer Klassen sehr schön ausgenutzt. Ah, natürlich ist wieder eine Sonnenblume hinter mir und ballert mir in den Rücken. Gott. Natürlich. Ja, diese Sonnenblume da oben regt leicht auf. Boah, wie viele Zombies kommen da noch, ey? Scheiß gespawnten Zombies, ey. Bis der Friedhof leer ist. Ich hab 2-mal mehr, das ist wieder... Da rennst du doch, oder? Oh, der Profi wieder zurück. Teleporter steht. Alter. Wieder eine Vierer-Streak. Wo kommt der jetzt schon wieder her? Kommt da schon wieder eine scheiß Feuerblume hinter uns? Ja, ich hab sie bekommen.
Oh, oh, oh. Das bist doch jetzt wieder du, oder? Jetzt kommt wieder so ein scheiß Wichser. Von hinten, von der Seite. Ja, der hat mir den Arsch gerettet. Ich war so gut wie tot. 8 Leben hatte ich noch. Und dann kam der All-Star meines Lebens. Natürlich! Er hat einen Käsewurf, Alter. Ist klar. Aber ich glaube, das Finale wird noch mal ein bisschen spannender. Bitte nichts. Boah, ich darf gar nichts. HP hatte der noch. 2 HP. Glück kann man haben. Oh ne, jetzt setzt sie wieder einen scheiß Fackenwurm ein, Alter. So richtig massieren. Alter! Schleim, du plus Eruptionsstrahl, nee, ich glaub nicht. Dich hätte ich bekommen alleine, wenn ich nicht noch einmal 3 andere eingemischt hätte. My first team ever, Alter. Zombies haben ein bisschen geraped. Aber die ganze Runde lang. Das ist nichts mit Rapen zu tun, sondern nur... Doch, da war ganz schön Rape dahinter, Team, Alter. Gutes Team. Ja. Aber 15.000, also, da war was Gutes dabei auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in einer weiteren Folge PVZ. Ich öffne noch schnell ein super Glitzer-Päckchen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Servus und Ciao. Ciao. Oh, königliche Superverkleidung.